Ja, guten Morgen und willkommen zurück in einer neuen Folge Conan Exiles. Ich habe die große Kiste hier hingestellt. Hier liegt erstmal dieser ganze Schmutz drin, wo ich gerade nicht weiß, was ich damit anfangen soll. In der mittleren habe ich hier so Rüstungen, die wir später scrappen können. Und in der einen habe ich hier Baumaterial und sowas. Ja, dann habe ich im Loot gefunden eine Hose oder ein Unterteil halt für sie hier. Da können wir diese komischen Pflanzenfaser-Dinger wegmachen. Die haben ja gar keinen Rüstwert so richtig. Mein Helm werde ich jetzt gleich mal anziehen, denn den werden wir jetzt brauchen. Wir machen den ersten World Boss heute, um uns die legendäre Waffe zu holen. Und vorher stellen wir noch den Stall auf, den wir gestern gebaut haben. Das wäre doch ganz gut. Oh, ist der groß. Oha. Drehen, drehen, drehen. Und dann stellen wir den hier einfach hin. Damit beschäftigen wir uns dann in einer der nächsten Folgen, wenn wir uns hier so ein Pferd holen. Das kann man dann hier drin ausbilden und dann damit durch die Gegend reiten. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen nur Heilung eigentlich noch. Da haben wir ja hier was fertig. Neunmal Aloe-Extrakt und ein schwaches noch. Müsste eigentlich reichen. Ja, dann würde ich mal sagen, los geht's. Du folgst. Dann kann ich dich auch gleich auf aggressiv schalten. So, hier sind wir schon richtig. Da ist der World Boss, das große Krokodil. Müssen wir nur mal schauen, dass wir uns jetzt hier ein bisschen den Weg frei machen. Nehmen wir uns das Leder gleich mit. Und dann muss ich sie hier mal irgendwo stehen lassen, weil ich will auf gar keinen Fall, dass sie hier in den Kampf eingreift. Denn die würde dann einfach nur sofort sterben. So, dann sagen wir Wache halten, stellen dich hier hin. Und ich hoffe, dass du jetzt nicht hier irgendwo rumrennst und irgendwas angreifst. So, ziehen wir den mal hierher. Denn hier in dem Bereich müssten wir nicht von anderen Krokodilen gestört werden. Und man sieht schon, der hat natürlich absurd viel Leben. Das wird auch eine ganze Weile dauern. Meine Hoffnung ist, dass wir das vor Einbruch der Dunkelheit durchhaben und dass in der Zeit auch kein Sandsturm kommt, weil das wäre dann echt mies. Der Plan ist einfach immer im Kreis um ihn rumzurennen und Blutungsschaden zu machen. Und der hat vier verschiedene Angriffe. Drei davon sind einfach nur so Schnappangriffe nach vorne in verschiedener Geschwindigkeit. Ein sehr schneller, kurzer. Dann so ein mittelschneller und ein sehr langsamer, aber dafür weiter. Der hier zum Beispiel, der ist sehr weit. Und der vierte ist Flächenan. Ach, das macht er jetzt sogar. Flächenschaden in alle Richtungen. Mit seinem Schwanz schlägt er in jede Richtung. Da muss man einfach zurückgehen, Abstand gewinnen. Sonst fliegt man durch die Gegend und dann war es das in aller Regel. Deswegen habe ich mich auch um diese Rüstung gekümmert, dass wir ein volles Set mittlere Rüstung haben. Denn ohne das würde ich hier nicht mal einen einzigen Hit aushalten. Und so, falls ich hier mal getroffen werden sollte, weil ich nicht schnell genug aus dem Weg komme, kann ich mich immer noch hochheilen und dann weitermachen. Ich hoffe nur, das passiert nicht zu oft, dass mir die Tränke ausgehen. Aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch, so wie das bisher hier läuft. Ja, dann werde ich mal einen Zeitraffer hier drüber legen. Mal schauen, wie viel Zeit und wie viel Heiltränke mich der Spaß hier kostet.
Ah, oh, shit. Da bin ich nicht weggekommen. Muss ich mich mal heilen. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn er sich umdreht und man dann quasi in seinem Kopf steht, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Und wenn man rollt, dann rollt man auf der Stelle. Aber dank der Heiltränke sind wir wieder auf vollem Leben. Oh mein Gott, er ist gleich tot. Und es ist gleich komplett dunkel. Das hat einfach den ganzen Tag gedauert. Alter Scheiße. Oh mein Gott. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, ey. Ich sehe nichts mehr. Hat das jetzt lang gedauert? Ach du Scheiße. Uff, uff, uff. Sogar nur 2 Potions gebraucht. Ich hätte gedacht, ich brauche fast alle. So, wir kriegen hier von dem, keine Ahnung, aber auf jeden Fall den Dietrich. Den Dietrich brauchen wir dann, um jetzt gleich die Truhe zu öffnen, in der eine legendäre Waffe drin ist. Und die versteckt sich hier an diesem Felsen. Da. Oh, das ist so eine Art Keule, oder was? Ein Kriegshammer, nee, ist ein Kriegshammer, oha. Ah, okay. Na, mal schauen, was wir damit reißen können. So, hast du hier schön gewartet? Das ist ja toll. Oh, hier ist sonst irgendwas nachgelaufen. Ja, super, jetzt kann ich ja gar nichts mehr sehen. Hier, greif den mal an. Okay, nice. Eigentlich könnte ich eh doch den Kriegshammer geben. Jedenfalls solange ich keine Zweihandwaffe nehmen kann, weil ich ja die Fackel brauche. Aber es müsste ja gleich wieder hell werden. Und dann wollten wir ja nochmal schauen in dieser Höhle, wo es auch den Schwefel gibt. Nach eventuell einen NPC oder... Ja, oder wir nehmen halt einfach nur Schwefel mit. Na, da kommen doch gleich Hyänen. Natürlich. Oh, macht ihr einen Schaden damit? Hyänenfell, ja, ich glaube, daraus kann man auch Leder machen. Ja, da stehen schon 2 Wache. Hey, keine Steine hier runterschmeißen. Oh, das sind ja 3. Da! Das ist ein 2er Kämpfer. Ja, okay. Da sind meine Dolche kaputt. Das war irgendwie ein bisschen zu erwarten. Na, was hat der hier? Okay. Und du... Oh, das ist ein Bogenschütze. Ja, Mist, der hat jetzt schon... Ja, verdammt, der hat jetzt schon zu viel Leben verloren. Das ist ja schade. Da muss ich sie gleich mal auf Passiv stellen. Ich heile mich mal eben. Und wenn ich jetzt meine Dolche nicht benutzen kann, dann nehme ich mal den Hammer von ihr in meinen ersten Slot rein.
Und dann kannst du mal dein Schwert wieder benutzen. Ich packe am besten den Knüppel gleich hier unten mit rein und das Seil. Oh ne, das Seil erstmal noch nicht. Messer hier brauche ich erstmal zum Ernten der Tierhaut. Okay. Achso, ich wollte sie umstellen. Verhalten, Aktivität, nichts angreifen. Okay. Na toll. Ist ja hier drin auch arschdunkel. Und das hier müsste Schwefel sein, genau. Schwefel braucht man zwingend, wenn man Stahl herstellen will. Ja, da ist die Fackel auch hinüber. So, ich hoffe, es ist halb... Oh, shit. Ich hoffe, es ist halbwegs was zu sehen. Ansonsten lege ich halt einfach einen Gamma-Filter drüber. Denn was soll ich machen? Geht ja nicht anders. Ich kann ja hier keine Fackel halten und gleichzeitig mit dem Bogen schießen oder mit einer Zweihandwaffe kämpfen. So, wer kommt denn hier? Rüstungsmacher 1. Brauchen wir nicht. Kann sie angreifen. Dann haben wir hier noch... Schmied 2 brauche ich auch nicht. Rüstungsmacher 1. Weg mit dir. Oh mein Gott, ist dieser Hammer gut. Holy fuck. Was ist das? Ist das ein Häutemesser? Ja. Warum hat sie denn sowas dabei? Okay. Oh, da ist noch eine Bogenschützin. Oh, eine Dreier. Naja, gut. Jetzt nicht mehr. Boah, was war... Lol. Oh mein Gott, was für eine Scheiße. Oh Gott, da muss ich erstmal üben, mit dem Hammer zu spielen. Der macht ja Dinge, die gar nicht so gut sind. Okay. Ey. Kämpfer 2. Komm, greif die an. Ich heile mich so lang. Was? Verdammt. Was für eine Shitshow hier. So, müssen wir erstmal was trinken hier. Und dann können wir hier auch was essen. Und dann können wir hier uns mal heilen. So, schauen wir mal, was da kommt. Einser Kämpferin kann gleich weg. Oh Gott, warum sind so viele? Tänzerin 1... Nochmal Tänzer 1. Das ist alles. Das ist alles Schmutz. Holz können wir mitnehmen, Pfeile können wir mitnehmen. Aber sonst gibt es nichts Besonderes. Eisen. Pfeile. Sehr gut. So, nimm du mir mal was ab. Das ist mir ja alles zu schwer. Dann will ich, glaube ich, die Tierhaut haben. Okay, gehen wir weiter. Ein paar müssen ja noch da sein. Ach Gott, da kommen schon wieder alle. No. Schmelzer 1, bringt mir nichts. Oh, da ist ein Alchemist. Aber jetzt hat er zu viel Schaden. Ach, so ein Mist.
Ja, da ist vielleicht dieser riesige Hammer nicht das Beste dafür. Was haben wir hier? Kapuze von Azura. Ist das eine leichte Rüstung? Nehmen wir mal mit. Ach, kann man alles mitnehmen hier. Wer bist du hier oben? Das ist auch bloß ein Einser Bogenschütze. Ich muss mich erstmal heilen. Und tot. Okay, nimm mal hier noch mehr Kram. Und dann holen wir uns noch Dead Brimstone, würde ich sagen. Okay, ich denke, das war's. Haben wir erstmal einiges an Brimstone. Das müssen wir dann zu, wenn ich mich richtig erinnere, Steelfire, keine Ahnung, wie das deutsche Item heißt, umwandeln in Alchemiekessel. Und mit diesem Steelfire und den Eisenbarren macht man letztendlich Stahl. Also gehen wir erstmal zurück, laden unseren ganzen Kram ab. Das Krokodil ist wieder da. Nice. Aber ich glaube, die Kiste, die kann man nicht nochmal looten so schnell. Das wird eine ganze Weile dauern. Ja, also erstmal zurück nach Hause. Abladen, mal schauen, was unsere neue Mitarbeiterin macht, wie weit die mittlerweile ist. Ja, und dann werden wir wieder Eisen brauchen. Schätze ich mal. Ja, okay, hier hinten dreht noch jemand seine Runden. Aber Hälfte ist schon durch. Sehr gut, sehr gut. Ja, ist doch ein ganz erfolgreicher Tag gewesen. Wir haben Brimstone bekommen, damit wir unsere ersten Stahlbarren herstellen müssen. Eine legendäre Waffe erhalten. Und ja, dann schauen wir nächste Folge mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Eisenbarren haben. Ja, ein paar haben wir noch. Die kaputten Dolche habe ich ihr gegeben. Dann reparieren wir die noch einmal. Außerdem müssen wir die Eisenhacke noch reparieren. Sie hat hier auch noch ein paar Barren. Ja, und dann werden wir erstmal wieder Eisen holen müssen. Aber wir haben ja jetzt unsere Trägerin. Das sollte doch etwas besser gehen als beim letzten Mal. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dabei bleiben wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Und dann sage ich jetzt mal, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.